So, jetzt sind wir bei der Zündung. Fangen wir an mit den Pyro-Crackern. Machen wir mal, vielleicht keine ganze Packung, sind jetzt die Pyro-Cracker, machen wir mal 4 Stück. Ja, ich muss heute leider wieder alleine machen, aber an Silvester haben wir halt nicht alle immer Zeit. Es ist ja halt nur mal so. So. Wenigstens brauche ich mir heute keine Sorgen machen, weil heute ist schließlich alles erlaubt. Und bei uns stand sogar in der Zeitung, dass es bei uns keine Sonderregelung gibt. Oi, Schall ist gut hier. Alter, ist das hier ein Schall. Ohne Scheiß. Boah. Alter, haben die einen Schall. Haben die einen Druck. Meine Fresse. Oh, ich hab's ins Wasser gelegt. Das war dämlich. Holla, die Waldfee. Die sind richtig, richtig gut von Komet hier. Heilige Scheiße. So. Achso, jetzt wollte ich nicht beide packen. Ich wollte nur eine. So, machen wir mal hier zwei von den A-Börlern. Ich mache jetzt auch keine ganzen Packungen. Ich will die Leute jetzt noch nicht zu sehr nerven. Es ist zwar schon 12, aber trotzdem. Ich will mal nicht zu sehr nerven. Boah! Ohne Scheiß. Alter! Das waren die A-Böller. Leute, ohne Scheiß. Diese Komet-Dinger sind... das ist gar nicht von... Warte mal, ist das... Doch, das ist Komet. Alter. Alter Schwede, Leute. Sind die gut. Gut, ich meine, ich habe einen relativ guten Hall von Wänden und alles, aber... Oh, Leute, Leute, Leute. So, immer D-Böller hier. Lass es bei einem. Ah. Alter, haben die einen scheiß fetten Druck. Holla die Waldfee. Ah. Alter, Alter, Alter. Ich trau mich gar nicht, Superbolle A zu zünden. Boah. Alter, diese Kometböller sind richtig, richtig, richtig gut. Scheiße. Okay. Ja, super Knallvergnügen von Komet. Klare Kaufempfehlung, Leute. Bis nächstes Mal.